Nehmen wir mal an, das hier, das ich jetzt gerade zeichne, ist die Oberfläche von einem gefrorenen See. Also das hier oben ist alles aus Eis. Und auf dieser Oberfläche von dem See stehen zwei Blöcke, auch aus Eis. Der hier ist aus Eis. Und machen wir hier hinten noch einen hin. Der hier. Na, der sollte ungefähr gleich groß sein. So. Der ist auch aus Eis. Und wir wissen, dass beide Objekte, also beide Blöcke aus Eis, haben die gleiche Masse. Also beide haben eine Masse von 5 Kilogramm. Sagen wir 5 Kilogramm. Und der einzige Unterschied zwischen den beiden ist aber, dass dieser Block hier links, der hier, der ist komplett stationär, der bewegt sich also überhaupt nicht. Er hat sozusagen eine Geschwindigkeit von 0 in alle Richtungen. Und dieser Block hier, der hat aber eine konstante Geschwindigkeit. Der hat eine konstante Geschwindigkeit. Ich kürze das mal ab. Und sagen wir einfach, der bewegt sich hier nach rechts oder nach Osten, wenn du möchtest, von 5 Metern oder mit 5 Metern pro Sekunde. Und wenn wir uns jetzt mal überlegen, was sagt denn eigentlich Newtons erstes Gesetz aus? Wir wissen, dass jedes Objekt sich in seinem Zustand oder in seinem Zustand bleibt, also entweder in Bewegung, in einer konstanten Bewegung oder in Ruhe, was im Endeffekt ja auch eine konstante Bewegung mit 0 Metern pro Sekunde ist. Die Objekte werden in diesem Zustand bleiben, es sei denn, es wirkt eine Kraft auf sie, die nicht irgendwie durch irgendeine andere Kraft wieder negiert wird. Das heißt, beide Objekte müssten ja eigentlich, so wie wir sie jetzt hier gezeichnet haben und mit den Voraussetzungen, die wir gemacht haben, müssten ja eigentlich keine weiteren Kräfte auf sie haben oder zumindest keine Kraft haben, die nicht negiert wird durch irgendeine andere Kraft. Und jetzt können wir uns ja nochmal überlegen, wir wissen ja, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns hier auf der Erde befinden, dann wissen wir ja, dass auf beide auf jeden Fall eine Kraft wirkt, und zwar die Gravitationskraft, die ja immer in Richtung des Mittelpunkts der Erde zeigt. Also hier wirkt einmal die Gravitationskraft, Fg, und auf dem Block hier natürlich auch. Beides sind ja Objekte, die Masse haben, und zwei Masseobjekte ziehen sich immer gegenseitig an. Also wirkt hier auch die Gravitationskraft. Und wir wissen ja sogar schon, wie groß die Gravitationskraft ist in dem Fall. Wir wissen ja, dass sich die Gravitationskraft berechnen lässt aus der Masse von dem Objekt, von dem wir das berechnen wollen, mal die Gravitationskonstante vom jeweiligen Planeten. Also in dem Fall, oder wir können auch sagen, die Anziehungskraft der Erde in dem Fall, weil wir uns ja auf der Erde befinden. Und das können wir sogar ausrechnen. Wir haben ja die Masse gegeben und wir haben ja auch die Gravitationskonstante, die kennen wir ja auch, die ist minus, das ist natürlich ein Vektor, die ist minus 9,8 Meter pro Quadratsekunde. Das heißt, auf beide Blöcke hier wirkt eine Kraft von minus 49 Newton. Minus 49 Newton. Und zwar, das Minus heißt einfach nur, dass es nach unten wirkt. So, wenn wir das Bild jetzt aber so lassen, wie es jetzt hier ist, dann wäre ja Newtons erstes Gesetz. Ja, dann wäre ja Newtons erstes Gesetz verletzt. Wir hätten ja jeweils eine Kraft auf jeden Block, die nicht negiert wird, die den Block in diese Richtung zieht, und die Blöcke bleiben aber trotzdem in ihrer jeweiligen Bewegung. Also sie sind ja trotzdem stationär und der hier ist ja trotzdem in seiner konstanten Geschwindigkeit. Das hatten wir ja vorausgesetzt. Das heißt, es muss irgendeine Kraft geben, die diese Kraft hier, die irgendwas macht, damit die Blöcke nicht einfach nach unten gezogen werden oder nach unten fallen, sozusagen in Richtung des Mittelpunkts der Erde. Und wenn du jetzt vielleicht gedacht hast, okay, was hält den Block denn davon ab, nach unten zu fallen? Das ist ja offensichtlich die Oberfläche von unserem See. Also aus irgendeinem Grund oder irgendwie schafft die Oberfläche es, sich gegen diese Gravitationskraft zur Wehr zu setzen. Und diese Kraft, die die Oberfläche oder die eine Oberfläche auf eine andere auf einen anderen Block oder auf ein anderes Objekt ausübt, die nennen wir Normalkraft. Und die wirkt genau entgegengesetzt oder die wirkt immer senkrecht zur Oberfläche. Aber das zeige ich dir gleich nochmal. Also senkrecht zu unserer Oberfläche wirkt die Normalkraft. Und da wir ja wissen, dass dieser Block hier stationär ist, also oder andersrum, wir wissen, dass dieser Block seinen Zustand nicht verändert. Das heißt, die Normalkraft muss ja die Gravitationskraft ausbalancieren oder beide zusammen müssen sich zu Null aufaddieren.
Also muss ja die Normalkraft 49 Newton groß sein. Und genau das Gleiche stimmt auch für unseren Block hier drüben, weil der sich ja auch in einer konstanten Bewegung befindet, muss die Normalkraft, die auf diesen Block wirkt, ja auch genau 49 Newton sein. Weil auch dieser Block hier verändert seinen Zustand, in dem er sich befindet, ja nicht. Das heißt, die Kräfte müssen sich beide ausbalancieren. Und mit der Normalkraft beschäftigen wir uns auf jeden Fall in Zukunft noch ein bisschen häufiger, vor allem wenn es dann nachher um Reibung geht. Aber nur um dir nochmal das Prinzip zu zeigen, die Normalkraft wirkt nicht immer entgegengesetzt zur Gravitationskraft. Das ist nur in diesem Beispiel jetzt gerade so. Wenn du jetzt hier so ein Gefälle hättest zum Beispiel, so ein kleines, leichtes Gefälle, und da drauf wäre, würde jetzt auch ein anderer Block sitzen, dann würde die Gravitationskraft nach unten zeigen. Na, ich mache mal in der gleichen Farbe. Dann sieht man das vielleicht besser, denn wenn hier der Mittelpunkt wäre, dann würde die Gravitationskraft ja nach unten ziehen. Aber die Normalkraft in dem Fall würde senkrecht zur Oberfläche wirken. Also so hier. Das hier wäre dann die Normalkraft. Und wenn wir uns das Ganze jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken, dann ist eigentlich diese Normalkraft, ist eigentlich zumindest auf mikroskopischer Ebene, auf atomarer Ebene, ist es eigentlich eine elektromagnetische Kraft. Und zwar, wenn wir jetzt so weit reinzoomen würden, bis wir hier bei den Atomen sind, das hier sind jetzt mal die Atome, natürlich nicht maßstabsgetreu, das hier sind jetzt mal die Atome, die oberen gehören zu dem Eisblock und die unteren gehören zu dem See. Und diese Atome, die verhindern ja eigentlich, dass der Block aus Eis nach unten fällt, weil die Atome von hier oben müssten ja, um nach unten zu fallen, sozusagen durch oder an diesen Atomen von der Eisoberfläche müssten die ja durch oder irgendwie dran vorbeikommen. Und wir können uns das ja mal, wir zoomen mal weiter rein. Nehmen wir mal an, also der hier oben, wir zoomen jetzt mal hier rein. Da zoomen wir jetzt mal rein. Das wäre ja, wir hätten ja irgendwie dann so ein Wasserstoffatom und oder andersrum, wir hätten ja ein Wassermolekül und das würde bestehen aus einem Wasserstoff- und zwei Sauerstoffmolekülen. Und darunter hätten wir ja genau das gleiche nochmal. Also darunter hätten wir nochmal einen hiervon, ein Wasserstoffmolekül und zwei Sauerstoffmoleküle. Und die beiden, die würden oder die werden sich nie berühren. Das heißt, auch hier oben berühren sich diese beiden Objekte nicht wirklich. Sondern dazwischen wird es immer eine Lücke geben, weil die beiden sich abstoßen. Oder um genau zu sein, die Elektronen dieser beiden Moleküle stoßen sich immer ab. Das heißt, der will den wegschubsen und der will den hier oben wegschubsen. Wie gesagt, das liegt an ihrer Ladung. Das ist wie, stell dir vor, wie zwei Magnete. Wenn du die beiden Pole aneinander hältst, die gleich gepolt sind, dann stoßen sie sich ja auch beide ab. Und die Elektronen sind ja beide negativ geladen, das heißt, die stoßen sich ab, die wollen nicht zueinander gehören. Das heißt, die Normalkraft ist im Endeffekt, wenn man richtig weit reinzoomt, eigentlich nichts anderes als eine Abstoßung von Elektronen sozusagen. Aber auf der Ebene, auf der wir uns jetzt im Normalfall befinden, also hiermit kannst du dich natürlich noch mehr beschäftigen, wenn du dir die Chemie-Playlist zum Beispiel anguckst, aber auf der Ebene, auf der wir uns erstmal, mit der wir uns beschäftigen werden, ist die Normalkraft eigentlich eher sowas wie eine Kontaktkraft oder eine Berührungskraft sozusagen zwischen einem Objekt und der Oberfläche, auf der das Objekt liegt.